Was geschieht? Kommt jetzt eine Cutscene oder was? Sieht schon danach aus, ne? Oh Mann, was für eine Dorito-Frisur das ist. Tortilla-Chips. Jetzt habe ich Bock auf Tortilla-Chips. Okay, das Viech haben wir ja schon mal gesehen. Tja, das kommt davon, wenn man ein böser Maniac ist und gleichzeitig noch auf die Idee kommt, zwei Kinder in die Welt zu setzen, dann kreuzt sich das. Wow, jetzt kommen ja überall welche runtergeregnet, oder was? Auf jeder Insel eins, oder wie sieht's aus? Und das Wetter ist auch im Arsch. Ja, toll gemacht. Okay, das sind auf jeden Fall mehr als vier, oder? Wie viel sind das? Vier Portale, mehr als vier. Seht nur, es geschieht über in Alola. Kannst nicht mal still sein, Cosmog. Du wirst wirklich ein nerviges Pokémon, selbst wenn du in einem Käfig steckst. Ich bin nur an deiner Kraft interessiert, ansonsten bist du mir völlig egal, ist das klar? Aber wie es aussieht, hat mir deine Kraft bereits gute Dienste geleistet. Inzwischen sollten sich viele wunderschöne Ultrabestien in Alola tummeln. Seht nur auf Akala, auf Pony. Auf Mele Mele sind auch welche. Tja, wir gucken einfach nur zu. Mein Charakter lächelt einfach so. Ist gut gelaunt. Währenddessen auf Mele Mele in der Nähe des Mahalo-Bergpfads. Da passieren jetzt bestimmt keine guten Sachen. Oh. Inselkönige, das ist ganz klar. Ich konnte das jetzt nicht zu Ende lesen. Na nu, warum bin ich so plötzlich so unruhig? Wow. Das ist doch mal eine Hornisse. Was für eine seltsame Kreatur. Als Inselkönig ist meine Pflicht, die Einheit zu. Wow. Okay, jetzt wird's ja echt schräg. Ist das nicht der Herrscher? Nicht der Herrscher, der Wächter? Ich weiß gar nicht mehr. Kapuriki, bist du um mich zu beschützen oder suchst du einen Sparringspartner? Sparringspartner? Ich habe keine Ahnung, was da stand. Die übrigen Inselkönige werden sicher Ähnliches erleben. Der alte Haller wird dir als Inselkönig von Mele Mele seinen Beitrag leisten. Also der Text, der überspringt von selbst, ne? Das ist jetzt nicht so, dass ich das nicht zu Ende lese einfach. Oh! Wie geht's weiter? Das seht ihr in der nächsten Episode von Dragon Ball Z. Oder auch nicht. Hehe, meine wunderschöne Ultrabestie. Präsidentin, das Experiment war ein Erfolg. Also machen wir diese Pfeifen jetzt mit den Ultrabestien so richtig platt. Du sagst das. Bromley, sei doch so gut und bringe zunächst einmal diese Kinder zum Schweigen. Das hast du schon zweimal jetzt nicht geschafft. Das wirst du auch noch ein weiteres Mal nicht schaffen. Ich werde die Ultrabestie aufhalten. Null wird kurzen Prozess mit dir machen. Tali, du übernimmst Bromley. Ja, darauf freue ich mich. Marco, du stoppst die Präsidentin. Wenn wir scheitern, wird Alola von den Ultrabestien überrannt, also strengt euch an. Marco, wir müssen Wölkchen retten. Okay, jeder hat einen Feind. Puh, was seid ihr alle für erbärmliche Kleingeister? Wenn ihr so weitermacht, erschreckt meine wunderschöne Ultrabestie noch. Nun, ich denke, dich sollten wir wohl als erstes zum Schweigen bringen, Marco. Okay. Endgültig, die Chefin. Ich bin mal gespannt, was sie so drauf hat. Oh, sie hat 5 Pokémon. Erstmal ein Pixie. Okay, was hab ich? Felinara. Fee auf Fee war, glaube ich, sehr effektiv. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Also machen wir eine Feenattacke. Er macht Metronom, das kann alles sein. Kampfgebrüll. Mein Angriff sinkt. Spezialangriff sinkt auch. Scheiße, das ist nicht gut. Das war auch nicht so stark, wie ich es mir erhofft habe. Okay, jetzt kommt meine Ultra-Taktik. Sandwirbel. Okay, er kann Mondgewalt. Das ist eine fette Feenattacke. Neutral. Das
ist neutral. Ich habe jetzt das einmal eingesetzt. Ich glaube, ich werde jetzt weiter bei Diebeskuss bleiben. Oh, fuck, der setzt Traunmagil ein. Okay, damit hat schon mal der Sandwurm nichts mehr gebracht. Aber das ist auch neutral. Ist das nicht auch ein Feen-Pokémon? Oder Fee-Unlicht oder so ein Scheiß? Ich habe keine Ahnung. Dann mache ich Spukball. Er kann auch Spukball, lustigerweise. Okay, ich glaube... Oh Mann, das wird echt ein schwieriger Kampf. Das Blöde ist, der wird mich schon nächste Runde besiegen. Was mache ich denn da? Zurückziehen ist jetzt, glaube ich, auch nicht mehr drin. Boah, ich bin echt am Arsch. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich werde sterben. Okay, ich kann nur hoffen, dass Silvaro... Nein, der wird mit einem Spukball direkt besiegt werden. Das macht keinen Sinn. Arcani vielleicht? Ich hoffe, Arcani richtet das. Ich bin so am Arsch in diesem Kampf. Ich glaube, das ist mir echt noch eine Nummer zu überlegen, diese Trainerin. Bis... Ah, ich krieg wieder einen Spukball ab. Merzi... Okay, jetzt bin ich am Arsch. Okay, ich konnte es zumindest noch besiegen. Das ist gut. Milotic als nächstes. Okay, Silvaro, bitte scheiß nicht rein. Bitte scheiß nicht rein. Ich bin jetzt im Typ Vorteil gegen einen Milotic. So, ich werde aber dennoch einfach mal mit Toxin angreifen, einfach zur Sicherheit. Oh, es macht Bodyguard. Okay, mein Toxin ist wirkungslos. Scheiße, okay, das ist eine verschwendete Runde gewesen, leider. Konnte ich jetzt vorher nicht wissen. Hydropumpe. Ist nicht sehr effektiv. Das hingegen schon besser, ne? Ja. Bei meinem Glück macht er noch einen Volltreffer oder so. Okay, nein. Aber mein Rasierblatt sollte ihn jetzt instant töten, glaube ich. Ja. Okay. Damit hat Silvaro sich auch mal als nützlich bewiesen. Jetzt kommt Pixie wieder. Drei Pokémon hat sie noch. Aber ich kann ja Hariyama einsetzen. Und hoffentlich mit dem was reißen. Ich mache die super duper Special Attack. Der macht voll noch Metronom. Bitte irgendwas Doofes. Mach Platscher oder sowas. Wunschtraum. Okay, der wird sich heilen. In ein paar Runden. Eine oder zwei Runden. Aber wer weiß, wie viel Schaden ich ihm noch zufügen werde. Vorher. Komm schon. Wie viel Schaden wird der Scheiß machen? Also sollte er sehr effektiv sein. Nicht verordert oder nicht? Ich weiß es ja nicht. Ob Pix jetzt ein Feen-Pokémon ist? Ja, ist es. Es hat kaum Schaden gemacht. Ist nicht sehr effektiv. Seht ihr, ich hatte im Kopf, ist es sehr effektiv. Früher war das mal sehr effektiv. Aber Gift-Typ wird sehr effektiv sein. Es ist jetzt ein Feen-Pokémon und kein Normal-Pokémon mehr. Ich dachte, es wäre ein Feen-Normal. Aber das wäre dann nur neutral gewesen, die Attacke. Jetzt hat er meine Fähigkeit, von mir aus. Und ihm hilft. So, das haut rein. Jetzt heilt er sich durch die Attacke Wunschtraum. Okay, nicht weiter schlimm. Mondgewalt. Wie viel macht schon Mondgewalt? Wie viel wird das an Schaden machen? Was? Wieso one-hittet das? Okay, es one-hittet nicht ganz. Es one-hittet nicht ganz. Und es ist vergiftet. Das ist gut. Es ist gut, dass es vergiftet ist. Oh Mann. Okay, okay. Eins nach dem anderen. Ich muss tauschen. Ganz schnell. Und zwar auf Formel. Ich glaube, entweder er wird jetzt sein Gift heilen oder er wird dieses Formel zerstören. Es wird Formel zerstören. Das ist okay. Ich habe dafür auch die Chance, eins meiner Pokémon wieder zu heilen. Aber welches wird es sein? Ich habe eine bessere Idee. Ich setze Arcani ein.
und werde Turbo-Tempo einsetzen. Ich hoffe, das wird reichen, um es zu besiegen. Und mittlerweile zweifle ich eigentlich dran. Komm, töte. Reiche aus. Yes, okay. Gut, Pixie ist down. Kosturso? Keine Ahnung, was es ist. Egal, Nebulak. Ich brauche die Runde, um irgendeinen meiner Pokémon heilen zu können. Was ist denn das für ein Bär, Alter? Der sieht ja voll doof aus. Okay, natürlich nicht angreifen. Ich weiß nicht, wen ich dagegen einsetzen soll. Hypertrank. Das wird ihn nicht komplett heilen. Wen soll ich heilen von meinem Pokémon? Toptrank. Hariyama. Coole Augen. Das war eine dumme Wahl. Gut. Wunderbar. Damit habe ich die Chance, noch einen meiner Pokémon zu heilen. Ich habe gerade einen Freifahrtschein bekommen, um auch Akani zu heilen. Das ist sehr gut. Oh, der macht weiter. Ich hätte die ganze Zeit Fluch einsetzen können, die Attacke. Das... Aber ich werde es noch nicht riskieren. Ich werde erstmal auch noch Silvaro heilen. Er macht die ganze Zeit coole Augen. Okay, das reicht. Jetzt greife ich an. Ich werde Fluch einsetzen. Er macht die ganze Zeit coole Augen. Der schenkt mir echt... Okay, der schenkt's mir. So, ich ziehe die Hälfte meiner KP ab und habe ihn verflucht. Er wird jetzt jede Runde Schaden nehmen. Und guckt euch den Schaden an. Jede Runde. Das heißt, früher oder später ist dieses Pokémon down. Ich werde trotzdem auf Nummer sicher gehen und Beleber für Felinara einsetzen. Ich glaube zwar nicht, dass ich jetzt noch alle brauchen werde, aber ich werde es trotzdem zur Sicherheit machen. So. Damit schenkt er mir den Kampf, wirklich. Mit dem, was er da macht. Der schenkt mir so viele Runden, dass ich mich so wieder hochheilen kann. Wie viel macht das? 70 Punkte? Es wird reichen für Felinara. So, damit sollte der Kampf total gewonnen sein. Vielleicht kann der auch nichts anderes machen. Das könnte natürlich auch sein. Warum der die ganze Zeit coole Augen einsetzt. Vielleicht kann er nur Normalattacken. Mit Normalattacken kann er mich nicht besiegen. Vielleicht kann er ja nichts anderes sonst. Dann machen wir Hypnose. Oh, ja, seht ihr, der kann nichts. Das ist auch der Grund. Jetzt macht dies Nebulak, ist echt fertig. Ich werde nur eine Sache machen. Ich werde einfach mal Silvaro einsetzen. Damit es sich wenigstens die Erfahrungspunkte teilt und nicht alles an Nebulak nur noch geht. Damit wenigstens jemand anderes auch noch was davon hat. Wow. Tja. Zack, zack. So, damit habe ich mir echt einen Vorteil gesichert. Okay, Nebulak kriegt doch trotzdem aber den größten Teil. Reicht Level 16, 17. Ja. Ein paar Levels. Konfusstrahl könnte, wenn ich mal irgendwann überlebe, nützlich sein. Also verlerne ich dafür. Groll. Auf jeden Fall nicht Fluch. Fluch hat mir einfach diesen. Also diesen Teil schon geschenkt. Drisella ein. Ich hab. Also Drisella wird das nicht eingesetzt. Ich hab keine Ahnung, was das ist. Das ist Drisella. Ich versuch's mal mit Toxin. Ich weiß nicht, ob ich das vergiften kann. Blättertanz. Ja. Also der Kampf ist, denke ich mal, jetzt gewonnen. Ich habe vielleicht sogar noch zu viel an Items verschwendet zum Heilen. Meiner Meinung nach. Aber ich wollte jetzt echt auf Nummer sicher gehen. Hätte ich ja nicht so viel geschenkt bekommen durch dieses eine Pokémon, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, dann wäre das eine dicke Niederlage eventuell noch geworden. Weil es war ja wirklich knapp an einem Punkt. Da habe ich so viel Zeit bekommen, habe mich wieder zu regenerieren. Habe ich es geschafft. So, und einfach... Der Fairness halber werde ich jetzt Akani einsetzen und Silvaro am Leben lassen.
Taumeltanz? Moment, ich dachte, Blättertanz geht noch eine Runde und er wird verwirrt. Wieso ist er nicht verwirrt? Hat er eine Fähigkeit, die ihn nicht verwirrt nach dem Blättertanz? Tja, keine Ahnung. Taumeltanz, aber ich bin schon verwirrt. Ob ich jetzt mich selber haue oder nicht, ist egal. Das Gift würde ihn eh töten. Okay. Okay, damit haben wir gewonnen. Mit viel Glück und auch Verstand. Tiefschlag ist eine Unlichtattacke. Tor-Erschlagquote. Ich würde ungern eine meiner anderen Attacken verlernen. Selbst Toxin. Toxin ist, glaube ich, ein bisschen nützlich. Ein bisschen ist gut. Ziemlich. Es ist eine gute Attacke, Tiefschlag. Versteht mich nicht falsch, aber ich glaube, es passt einfach nicht da rein. Oh, wie sie sich nicht halten kann. Wie unverschämt du bist. Ach. Warum gebe ich mich eigentlich mit euch ab? Ihr seid mir völlig egal. Alles, was ich brauche, ist meine wunderschöne Ultrabestie. Hat der in der Zeit gegen den gewonnen oder so? Oh nein, die Ultrapforte schließt sich. Bromley, zu mir. Wir werden die Ultrabestie mit dem Ultraball fangen, den wir extra entwickelt haben. Mhm. Jawohl. Was macht dieses Viech denn? Wow. Sieht das abgespaced aus? Nimmt er die mit oder was? Mutter! Ist sie selber so ein Monster? Was passiert hier gerade? Sie ist weg. Okay. Und er? Auch. Oder was? Ja gut, die sind verschwunden einfach. Das ist eine Lösung. Wieso? Wölkchen, geht's dir gut? Ist noch am Leben? Wölkchen. Was hast du? Hm. Was ist das? Ist das auch ein Cosmog? Eine Variation? Ist das eine Entwicklung? Sein Aussehen hat sich geändert. Es rührt sich nicht mehr. Ist es tot? So sieht man nicht aus, wenn man tot ist, oder? Wir sollten erstmal verschwinden. Hier können wir ja doch nichts tun. Okay, hinterfragen wir jetzt nicht, dass sie in irgendwelchen rätselhaften Portalen verschwunden sind. Nehmen wir das einfach so hin. Okay, machen wir das halt. Zum Glück seid ihr alle unversehrt. Ja, wir sind unverletzt, aber es gibt noch zu viel zu tun. Die Präsidentin und Bromley sind durch eine Ultrapforte verschwunden. Und Cosmog rührt sich nicht mehr. Wir können unsere Mutter nicht einfach in der Welt der Ultrabestien lassen. Egal wie sie sich verhalten hat, sie ist und bleibt unsere Mutter. Wir können ihr vielleicht in diese andere Welt gelangen, wenn wir das legendäre Pokémon von Alola auf unserer Seite hätten, das alle Leute so verehren. Aber ob das überhaupt real ist? Klar, es ist das. Schließlich sind die Ultrabestien ja auch real, oder? Na also, wir werden es schon finden. Keine Sorge, wir werden das legendäre Pokémon... Achso, wir finden es sicher. Ja, du hast recht, alles wird gut. Was soll ich schon sagen? Marco, Tali, ich danke euch beiden. Falls ihr euch ein wenig ausruhen möchtet, ich habe ein paar Zimmer, die sonst unsere Angestellten nutzen, für euch bereit gemacht. Okay. Prima, ich bin fix und fertig. Ich werde hier schlafen. Hier in Mutters Bett, so wie ich es getan habe, als ich noch klein war. Aber es wird heute Nacht das letzte Mal sein. Ist echt ein komischer Ort auch zum Wohnen, oder? So ein riesiges Labor. Und ein Bett. Am nächsten Tag. Marco, Lilly wartet draußen auf dich. Darf ich jetzt mal endlich wieder hier raus aus dieser Irrenanstalt? Ist immer noch alles abgesperrt. Okay. Was ist? Sie sieht anders aus als sonst. Oh, ich habe mich extra schön gemacht. Überleg mal, wie gruselig groß diese Augen sind. Stell dich mal vor, ein echtes Mädchen hätte solche Augen. Ich hätte richtig Angst vor sowas. Die Augen sind ja so groß wie ungefähr eine Hand.
So, legt euch mal so eure vier Fingerknöchel, die ihr ja gerade bei ihr seht, legt ihr euch mal so neben euer Auge. Ich mache das auch gerade. Mein Auge ist ungefähr so breit wie eins dieser Augenknöchel. Vielleicht das gesamte Auge hier mit Umrundung und so, vielleicht sogar noch zwei. Wenn überhaupt. Aber ihr ist das einfach so groß wie die ganze Faust. Stellt euch mal vor, eure Augen werden so groß. Das wäre nicht schön, das wäre gruselig. Die Sachen habe ich in Malihir City gekauft. Was meinst du, stehen sie mir? Na komm, das ist ein Mädchen, die sind empfindlich. Und wie? Wirklich, Marco, vielen Dank. Es gibt noch so vieles, was ich tun muss. Ich muss Wölkchen retten. Und Mutter. Ich wäre gerne wie du, Marco. Ich wäre gerne stark genug, um mich jeder Prüfung stellen zu können. Also habe ich mich zusammengenommen, beschlossen, zuversichtlich zu sein. Das ist meine ganz eigene Interpretation der Z-Kraft. Fehlt nur auch eine passende Pose. Okay. Finde einfach deinen eigenen Tanz. Sieht ein bisschen doof aus, aber okay. Hier steckt er also. Das habe ich im Ausstellungsraum gefunden. Das ist die Mondflöte, ein altes Relikt aus der Alola-Region, das angeblich schon seit langer Zeit von einer Generation an die nächste weitergegeben wird. Anscheinend muss man sie im Schein des Mondes spielen. Die Sonnenflöte und die Mondflöte erklingen beide zusammen, soll dadurch das legendäre Pokémon herbeigerufen werden. Das besagen zumindest die alten Legenden. Sieht ganz aus, als hätte Mutter vorgehabt, selbst das legendäre Pokémon ihrer Sammlung hinzuzufügen. Hier, nimm das. Kriege ich das? Ein Meisterball, okay, wo auch immer du einmal so Meisterball hörst. Mit diesem Meisterball kannst du absolut jedes Pokémon fangen. Ich vertraue darauf, dass du Lily unterstützt. Das ist also das Mindeste, was ich tun kann. Was hast du jetzt vor, Gladio? Ich werde im Etherparadies wieder für Ordnung sorgen. Ey, ich würde nur gerne hinterfragen, wo du den Meisterball her hast, aber okay. Eigentlich wollte ich ja so weit weg von hier wie möglich, gemeinsam mit meinem Null. Aber jetzt hänge ich hier wohl erstmal fest. Meine Augen sind aber auch komisch groß, ne? Naja. Marco! Boah, Lily, du siehst total anders aus. Bist das wirklich du? Ja, ich bin es. Ich werde ab sofort alles geben. Das ist meine ganz eigene Interpretation der Z-Kraft. Prima, das passt ja total. Hui, ich hüpfe rum. Wie meinst du das? Da war ich auch beschlossen, aber ab sofort alles zu geben und noch härter zu trainieren. Ich meine, ständig greifen mir Marco und sein Team unter die Arme, aber das geht nicht. Ich muss es schaffen, meinen Pokémon auch ohne Unterstützung zu helfen. Sonst werde ich nie Inselkönig und zaubere niemanden ein Lächeln ins Gesicht. Und ich habe nicht mal Lolas Prüfung bestanden. Ich habe noch so viel aufzuholen. Es tut mir wirklich leid, dass ihr in unsere Familienangelegenheiten hereingezogen wurdet. Da sagst du was. Aber sowas erlebt man nicht alle Tage. Solange ihr in der Nähe seid, ist immer was los. Wenn das alles vorbei ist, haben wir eine tolle Geschichte zu erzählen. Wer weiß, vielleicht erwarten mich hier noch größere Abenteuer, wenn ich härter trainiere. Nein. Naja, unsere Mutter hat eben ein Fable für das Extravagante. Tali, ich bin total froh, dass du gekommen bist. Was soll das denn heißen? Ich werde euch zur nächsten Insel nach Pony bringen. Ich warte bei der Anlegestelle auf euch. Yay, also dann, Marco, nehmen wir uns zusammen und zeigen allen, was wir können. Oh, so enthusiastisch. Da hat man schon fast vergessen, dass die Mutter durch ein Dimensionsportal verschlungen wurde und der andere Typ auch. Okay, wie komme ich zu dieser Anlegestelle? Erstmal muss ich hier auch hier raus. Warte mal, nochmal einen kurzen Blick auf mein Team. Ja, Level 36, Level 39. Gar nicht viel stärker als die anderen geworden. Aber auch weil ich es momentan echt viel mehr benutzt habe als die anderen. Man muss ja sagen, das waren ja jetzt echt viele Bosskämpfe hintereinander, die wir gemacht haben. Da mal Bromley, da mal Gladio, nochmal Bromley, die Dorito Lady. Den Chef von dieser Anstalt hier, Fabian, heißt der. Das waren ja jetzt ein paar viele Menschen auf einmal. Warte mal. Du siehst anders aus als alle anderen. Achso, das sind sogar zwei von euch. Die Präsidentin ist ein guter Mensch. Sie lädt junge Trainer wie mich auf Inselwanderschaft ein. Ihr habt ja keine Ahnung. Und du? Tja. Oh, der Typ war Fuchsani City gerettet. Zielsetzung ist andere als die Safari Zone. Ach ja, ich vermisse die alten Pokémon-Spiele. Ich frage mich, ob die auch eines Tages nochmal ein Remake bekommen, weil sie hatten ja schon ein Remake, aber das ist schon so lange her, dass man locker noch ein Remake machen könnte. Wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Ich glaube, ich muss da wieder rein, oder? Naja, machen wir das mal. Ja, okay. Wahrscheinlich da runter.
Anlegestelle. Ja, das passt doch. So. Wisst ihr was? Bevor ich hier weitergehe, würde ich sagen, ich beende hier diesen Part. Und beim nächsten Mal machen wir das dann. Wir gehen zur Anlegestelle und kommen auf eine neue Insel. Yeah! Ist das nicht toll? Okay, und dann labern wir auch noch ein paar Leute an. Vielleicht, wenn ich dran denke, beim nächsten Mal. Keine Ahnung. Und dann schauen wir mal, was noch so alles auf mich wartet. Gut, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann. Hoffentlich. Bis dahin.